Andacht vom 30.09.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Matthäus. Ich teile kurz etwas, was mich diese Woche sehr bewegt. Der Herr sagte: Reinhard, wenn meine Leute nicht weggeben, was sie von mir erhalten haben, wird es in ihnen sterben. Er erinnerte mich an das Tote Meer. Das Tote Meer hat einen Einfluss, aber keinen Ausfluss. Deshalb ist es tot. Hört, wenn ihr nur von Gott erhaltet, wenn ihr den neuen Bund annehmt und alles, was damit verbunden ist, wenn ihr aber nichts davon weitergebt, wird das alles in euch sterben. Alles, was Gott euch gegeben hat, müsst ihr erst verinnerlichen und anwenden. Aber dann müsst ihr es weitergeben an andere Menschen. Das ist so wichtig. Ich bete jeden Tag: Heiliger Geist, bitte, ich möchte heute die Gelegenheit haben, das weiterzugeben, was ich erhalten habe. Das ist ein sehr natürlicher Prozess für mich. Wir müssen uns abkehren von dieser klerikalen Mentalität, wo gewisse Personen uns versorgen. Was auch immer du von Gott hast, finde jemanden und gib es weiter. Letzte Woche konnten wir nur ein paar Fragen beantworten, so machen wir heute weiter. Wir versuchen, viele eurer Fragen zu beantworten, aber ich suche die heraus, die auch für viele von euch interessant sind. Hier ist eine interessante Frage, die viele Menschen haben. Wie weiß ich, ob Gott zu mir spricht oder ob das nur meine Gedanken sind? Antwort von Reinhard: Ich gebe euch ein paar praktische Hilfsmittel zur Hand. Erstens, du brauchst Glauben. Wenn du nicht glaubst, dass der Heilige Geist zu dir spricht, wirst du es nie erleben. Du musst beschließen, dass du Gott hören kannst. Das ist ein Willensakt. Zweitens, du musst dich komplett hingeben. Das ist eins der wichtigsten Dinge, um Gott zu hören. Warum? Du wirst nie herausfinden, wer zu dir spricht, wenn du dich nicht hingegeben hast. Wenn du selbstsüchtig bist, wirst du nie erkennen, ob dein auf sich bezogenes Herz redet oder ob Gott in deinem Herzen spricht. Ehrlich, das war der größte Schlüssel für mich. Ich sage dir warum. Ich beginne jeden Tag mit kompletter Hingabe an Jesus. Wann immer ein Gedanke in mir aufkommt, der nicht meiner ist, ist er klar vom Herrn. Das war für mich der größte Schlüssel. Drittens, ganz klar, hab keine Angst, Fehler zu machen. Wenn du dachtest, es sei Gott gewesen und er war es nicht, sag einfach Entschuldigung und lerne weiter. Wenn du tiefer gehen willst, lies mein Buch über die Prophetie. Diese Frage sollte Bella beantworten. Sie ist eine Frau und Mutter, aber Matthäus wird sie auch beantworten können. Die Frage: Als Mutter ist es nicht so leicht zu fasten, weil ich kochen und meine Kinder versorgen muss. Was rätst du mir? Antwort von Matthäus: Beginne mit kurzen Fasteneinheiten. Statt eine Woche zu fasten, faste zunächst nur 12 Stunden, dann 18 Stunden, dann 24 Stunden. Langsam wirst du das steigern können. Ich koche bei uns zu Hause öfter als meine Frau. Ich koche auch für sie, wenn ich faste. Ich habe gelernt, in meinem Leben nicht meinen ersten Bedürfnissen nachzugeben. Wir haben leider gelernt, unseren Bedürfnissen immer gleich nachzugeben. Wenn ich koche und das einen Hunger in mir hervorruft, gebe ich dem nicht nach. Wir müssen diese Gewohnheit in unserem Leben einüben und nicht den ersten Impulsen folgen. Mein Rat für dich ist: Fang mit kurzen Fasteneinheiten an, lerne Disziplin. Fasten ist, sich von Essen zu enthalten. So steht es in der Bibel.
Alles andere ist nicht Fasten. Nächste Frage. In meiner Kirche bekommt niemand das Abendmahl, wenn er nicht getauft ist. Kann ich das Abendmahl einnehmen oder nicht? Antwort von Reinhard. Ich beantworte diese Frage nochmal. Lasst mich meine ehrliche Meinung über dieses Thema kundtun. Wenn du Teil dieser Kirche bist, musst du dich unterwerfen. Es ist nicht fair, Teil dieser Gemeinde zu sein und die Regeln nicht einzuhalten. Das macht keinen Sinn. Entweder stimmst du zu oder du entscheidest dich zu gehen. Das ist ganz einfach. Ich sage nicht, du musst mit allem einverstanden sein, was ein Pastor lehrt. Du solltest die Bibel selbst studieren und mit Jesus gehen. Aber wenn der Ort, wohin du gehst, seine eigenen Regeln hat, kannst du nicht gegen diese verstoßen. Warum bist du nicht so geistlich erwachsen, dass du sagst, ich kann das nicht mittragen? Meiner Meinung nach ist Heuchelei eine der schlimmsten Lebenshaltungen. Ich handle so, als würde ich zustimmen, aber in meinem Herzen bin ich unzufrieden oder verhalte mich anders. Pass auf, du musst diese Geschichte in deinem Herzen lösen. Entweder bleibst du oder du gehst. Ich sehe keine biblische Begründung, dass du das Abendmahl nicht einnehmen könntest. Aber wenn deine Gemeinde das so macht, ordne dich unter oder geh. Ergänzung von Matthäus. Ich weiß, dass es keine perfekte Gemeinde und keine perfekte Theologie in diesen Kirchen gibt. Aber es macht keinen Sinn, zu einer Institution zu gehören, der ich nicht zustimmen kann. Nächste Frage. Wie kann ich Geld nicht lieben, wenn ich es doch für alles brauche? Antwort von Matthäus. Ich möchte eine Gegenfrage stellen. Wie kannst du dein Herz für die Geldliebe öffnen? Jesus selbst sagt, wer Geld liebt, dient nicht mehr Gott. Es ist sehr einfach. Wenn du Geld liebst, weil du damit deine Rechnungen zahlen musst, hast du dein Herz geöffnet für einen Gott namens Mammon. In deinem Herzen ist dann nicht mehr der Wunsch, Gott zu dienen. In Matthäus 6 sagt Jesus deutlich, wir sollen uns nicht sorgen, weder um Kleidung, noch um Essen, noch darum, wo wir schlafen werden. Er sagte, Menschen, die diese Einstellung haben, handeln so, als hätten sie keinen Vater. Warum muss ich mich um all das kümmern, wenn ich einen Vater im Himmel habe? Das ist der Punkt. Jesus sagte, ihr habt einen Vater im Himmel. Wenn Gott mein himmlischer Vater ist, brauche ich mich nicht zu sorgen. Ich kann arbeiten, ich bin verantwortlich für meine Finanzen, aber ich erlaube nicht, dass das Geld mein Herz erfüllt. Liebt Gott und glaubt, dass er derjenige ist, der für euch sorgt. Denn Geld kostet uns Kraft und macht uns im Leben besorgt. Es macht uns zu Sklaven, wie jeder andere Ersatz für Heiligkeit auch. Nur Gott, der für uns alles gegeben hat, kann für uns sorgen. Ergänzung von Reinhard. Geld ist ein großer Diener, aber ein schrecklicher Meister. Begreif das. Ich benutze Geld, aber ich werde es nie lieben. Nächste Frage. Wie gehst du mit kleinen Krankheiten wie Erkältung oder Übelkeit um? Antwort von Reinhard. Ich erkläre euch mein Verständnis. Wir müssen dahin kommen, wo es natürlich für uns ist, im Glauben zu leben. Die Wahrheit ist, wir sind es so gewohnt, bei den ersten Symptomen gleich irgendeine Medizin einzunehmen. Dadurch lernen wir nie, im Glauben zu leben. Die Folge ist, dass wir in dem Moment, wo uns eine große Krankheit erwischt, glauben wollen,
aber wir haben es nie eingeübt. Wir müssen verstehen, Jesus hasst Krankheit. Das müsst ihr in euch aufnehmen. Er hasst jede Krankheit. Wenn du die ersten Erkältungssymptome spürst, musst du dich im Herzen positionieren. Du kannst sagen, ich weise das zurück. Das ist nicht Teil meines Lebens. Ich will dich nicht. Das ist nicht, wofür Jesus bezahlt hat am Kreuz. Als ich so krank war mit dem Covid, musste ich das auch tun. Ich wollte keine Medizin einnehmen, ich wollte nicht zum Doktor gehen, ich wollte nicht ins Krankenhaus kommen. Ich dachte in meinem Herzen nur darüber nach, dass das nicht das ist, was Jesus für mich will und dass die Symptome nicht die Realität sind. Das war alles. Du musst das täglich in deinem Leben im Herzen real werden lassen. Das Problem mit den kleinen Dingen ist, es ist nur eine Erkältung. Übe im Glauben zu leben. Mach es zu deinem Lebensstil. Ergänzung von Matthäus. Das Leben aus Glauben hat nichts mit dem zu tun, was ich sehe. Viele Menschen sind frustriert mit ihrem Glaubensleben, weil sich bei ihnen nichts ändert. Wir denken, Glaube ist magisch. Wenn ich glaube, verschwinden die Probleme. Das stimmt nicht. Der Glaubensweg steht über den Umständen. Ich glaube, dass ich geheilt bin, auch wenn meine natürlichen Augen das nicht sehen. Wieder Reinhard. Lebt im Glauben, Leute. Sorgt euch nicht um die Dinge, die um euch herum sind. Nächste Frage. Kann ein Mörder zu Jesus finden? Antwort von Reinhard. Ich weiß nicht, was du gelernt hast, aber besonders für Mörder gibt es Erlösung. Jesus sagt, wer seinen Nächsten hasst, ist ein Mörder. In unseren Sonntagsgottesdiensten sitzen viele, viele Mörder. Jesus kam speziell für die Sünder. Je größer die Sünde, desto größer die Gnade. Je mehr Leute dieser Mann getötet hat, desto mehr braucht er Jesus. Wir müssen aufhören, selbstgerecht zu sein. Jesus starb für die bösen Menschen, nicht für die guten. Die brauchen ihn nicht. Wer das Gesetz einhält und alles befolgt, braucht Jesus nicht. Er kommt sowieso in den Himmel. Nächste Frage. Was ist der Unterschied zwischen Gottes Reich und der Erlösung? Antwort von Matthäus. Erstens, diese Frage sollte dich nicht beunruhigen. Zweitens, es gibt einen Unterschied, das hast du schon erkannt. Du musst den Prozess verstehen. Die Erlösung erhalten wir von Gott. Das Reich Gottes ist etwas anderes. Paulus sagte zu den Philippern in Kapitel 2, wir sollen die Gnade nicht vergessen, die wir erhalten haben. Man kann zu diesem Thema lange in der Bibel studieren, aber ich mache es einfach. Erlösung ist, was Jesus uns im Glauben durch sein Werk am Kreuz gibt. Erlösung ist ein Geschenk für diejenigen, die glauben. Die Erlösung ist Gnade. Das Reich Gottes ist ein Lohn dafür, dass ich mein Leben tagtäglich mit Jesus lebe. Ich kann also erlöst sein, aber nicht als Christ leben. Zum Reich Gottes gehört, sich täglich neu Jesus hinzugeben. Jesus liebt dich so sehr. Er wird dich sogar belohnen für das, was er durch dich getan hat. Ergänzung von Reinhard. Gott ist gerecht. Weil er das ist, kann er nicht erlauben, dass ein ungerechter Mensch in den Himmel kommt. Jesus ging zum Hades und zum Tod. Die Menschen hören nämlich nicht auf zu existieren, wenn sie sterben. Jesus war nach seinem Tod getrennt von Gott.
Jesus durchlitt das, damit wir wieder Zugang zu Gott haben können. Die Erlösung ist ein freies Geschenk Gottes durch seine Gnade. Wer das annimmt, kommt in den Himmel. Wenn wir uns Gott ohne Selbstsucht hingeben und tun, was er möchte, leben wir im Reich Gottes. Wenn jeder von Gott das Gleiche erhalten würde, wäre Gott sehr ungerecht. Paulus sagt in 2. Timotheus 4, dass er weiß, dass er seine Siegeskrone vom gerechten Richter erhalten wird und dass alle, die seine Wiederkunft lieben, ebenso ihre Belohnung erhalten werden. Lohn hat also nicht mit dem Werk Jesu am Kreuz zu tun, sondern mit dem, was ich tue im Glauben. Erlösung ist keine Belohnung, das Reich Gottes ist eine Belohnung. Nächste Frage. Rede über ein heiliges Dating oder über Geschiedene? Antwort von Reinhard. Ich sage euch meine Meinung und ich weiß, dass es dazu viele verschiedene Meinungen gibt. Gott hasst Scheidung, das ist sehr klar, denn die Ehe ist ein Bund. Weil Gott Scheidung hasst, heißt das aber nicht, dass er sie nicht erlaubt hat. Gott selbst schied sich von Israel. Prediger, die meinen, Scheidung sei die größte Sünde, machen Gott zum Sünder. Wie Matthäus sagen würde, es ist eine Frage der Motivation. Das ist wichtig. Wenn du dich scheiden lässt, weil dein Partner dich aufregt, ist das falsch. Du musst lernen, deinen eigenen Bedürfnissen zu sterben und den anderen zu lieben. Warum aber schied sich Gott von Israel? Sie prostituierte sich ununterbrochen. Sie beging dauernd Ehebruch. Gott zeigt uns sein Herz, wenn er über seine Scheidung von Israel spricht. Zunächst schied er sich gar nicht von seinem Volk. Er bat oftmals, bitte komm zurück zu mir. Aber als Gott sah, dass Israel lieber sündigen und nicht treu sein wollte, sagte er, okay, dann geh deiner Wege. Der einzig biblische Grund für Scheidung ist meiner Meinung nach Ehebruch. Wenn ein Partner den Bund bricht und kein Bedürfnis hat, die Ehe wiederherzustellen, bist du frei. Du kannst jemand Neuen kennenlernen, du kannst dich scheiden lassen und jemand anderen heiraten. So sehe ich das seit Jahrzehnten. Ich habe darüber viel studiert. Aber ihr seid frei zu wählen, was ihr glaubt. Nächste Frage. Wie kann ich bei Generationenflüchen beten? Antwort von Matthäus. Wir müssen das perfekte, vollbrachte Werk Jesu verstehen. Wenn wir das perfekte Werk Jesu anschauen, sehen wir, was er tat. Er rettete, heilte und erlöste die Menschen. Das griechische Wort Zoein beschreibt dies. Es meint Heilung, Errettung und Erlösung. Dann musst du glauben, dass deine Errettung durch das Werk am Kreuz wirklich vollbracht ist. Wenn du in Christus bist und du entdeckst einen solchen Generationenfluch, musst du dich positionieren, denn du bist ja schon befreit von allem in Christus. Sicher gibt es diesen Fluch für Menschen, die nicht in Christus sind. Aber wenn ich in Christus bin, kann kein Fluch mehr da sein, denn ich bin in Christus. Deshalb, wenn du einen Fluch erkennst, positioniere dich. Das hat in deinem Leben nichts mehr zu suchen. Das ist wichtig für die Zeit, in der wir leben. Oh, sorry, nächste Frage. Das ist wichtig für die Zeit, in der wir leben. Die Frage lautet, kann ich eine Kirche in meinem Haus beginnen, weil ich mich danach sehne? Oder soll ich warten?
Antwort von Reinhard. Ich liebe dein Herz. Du hast ein Bedürfnis. Das ist eine noble Herzenseinstellung. Folge der Leitung des Heiligen Geistes. Sonst baust du eine neue Institution auf in deinem Haus. Viele Hauskirchen sind nur eine Reaktion auf das, was in den Gemeinden geschieht. Aber solche Reaktionen bringen keine Frucht. Nur die Führung durch den Heiligen Geist bringt Frucht. Sag zum Heiligen Geist, ich gebe mich dir hin. Ich möchte dir gehorchen. Beginne, dich mit Leuten in deinem Haus zu treffen, mit denen du eh schon verbunden bist. Jesus sagte, ich werde meine Kirche bauen. Nicht du, mein Freund. Triff dich mit ihnen, lobt Gott, lest im Wort Gottes, lasst Jesus seine Arbeit tun. Begreift, eins der wichtigsten Zeichen von Christen ist, dass wir lernen zu leben, wie Jesus und andere lieben. Du brauchst keine klerikale Person. Trefft euch und niemand von euch sei euer geistlicher Leiter. Je mehr ihr lernt, miteinander zu gehen und zu leben, desto mehr werdet ihr hinausgehen und Fremden von Jesus erzählen, die ihn noch nicht kennen. Das läuft natürlich so ab. Wenn du eine Institution in deinem Haus aufbaust, machst du es falsch. Aber wenn du dir sehnlich wünschst, ein Teil des Organismus zu sein, den Jesus aufbaut, wird das wunderbar. Du wirst unglaubliche Dinge mit Gott erleben. Nächste Frage. Ich werde so oft gefragt, warum stellst du Menschen für deine Arbeit im Internet an? Antwort von Reinhard. Wir verlangen nie etwas für das Predigen des Evangeliums. Jesus sagte das im Kontext, wir sollen heilen und predigen, ohne Geld dafür erhalten zu wollen. Matthäus verlangt Geld für seine Kurse, weil er damit sein Geld verdient. Zahlt unsere Rechnungen und wir machen es kostenlos. Ich habe 10 Angestellte. Zahlt ihre Gehälter und ich mache alles kostenlos. Das wäre wunderbar. Wir wollen nicht reich werden durch das, was wir tun. Ich kenne Matthäus Herz. Wenn du an einem Kurs teilnehmen möchtest, nimm teil. Wenn nicht, lass es bleiben. Es ist sehr einfach. Dann nutze dein Geld für anderes. Dennoch, wir lieben es, euch zu lehren, Leute. 2-mal pro Woche kommt Matthäus ins Live, um euch zu lehren. Das ist sein Herz.